Wir sind das Team vom DFKI und wir treten mit unserem Spaceboard Rover an. Der heißt eigentlich Artemis, aber so richtig hängen geblieben ist der Name eigentlich nicht. Deswegen nennen wir den einfach Spaceboard Rover. Also in den letzten 6 Monaten haben wir den Arm aufgebaut, das heißt die Struktur und auch den Greifer. Wir konnten also die Mechanik dafür machen für den Arm, wir konnten ein bisschen an der Software arbeiten, haben mit der Elektronik geguckt, wie man das Ganze verkabelt. Wir lieben. In so einem System, da gibt es ganz viele verschiedene Einzelteile, die da laufen. Und gerade bei so großen Systemen, die so komplex sind, da geht auch in der Regel immer viel schief. Und die Herausforderung ist eigentlich mit dieser Tatsache, dass da viele Sachen schief gehen können und auch schief gehen, zurechtzukommen. Und das ist sowas, wo wir uns so ein bisschen drauf konzentriert haben. Wir haben bei den ersten Fahrtests dann festgestellt, dass es sein kann, wenn die Kräfte zu groß sind am Hang, dann geht der Kraftvektor in die Richtung vorbei an dem Drehpunkt und dadurch fängt das Rad an, sich so zu drehen. Und dann verlieren wir Bodenkontakt mit 2 Rädern, was dann dazu führt, dass der Rover irgendwann abrutscht. Und die Feder, die soll im Endeffekt dann diese Wippe, die jetzt komplett frei schwingen kann, einfach wieder zurück in die Nullposition ziehen. Dadurch soll dann erreicht werden, dass nicht so schnell die Traktion abreißt. Der Wettbewerb bringt uns technologisch weiter, weil wir einfach mal wirklich dazu bewegt werden, viele Dinge, die vorher einzeln mal ausprobiert worden sind, in einem gesamten Szenario zusammenzuführen, wo man auch nicht schummeln kann. Boah, astrein. Wir wollen gewinnen. Ich denke mir, wir werden das gut hinbekommen. Ich habe da Vertrauen in mein Team und in den Roboter. Ja.